Diese Melodie kennen alle treuen Abonnenten von Hör mal zu. Sie ist zu einer kleinen Hymne geworden und ich nutze diese Hymne auch, um mit euch 40.000 Abonnenten zu feiern. Eine weitere Hürde ist geschafft. Wir sind eine riesengroße Community und wir können stolz darauf sein, dass wir uns alle haben. Ja, wir lieben alle alte Hörspiele, alte Stimmen, alte Serien, alte Filme. Sind wir selber alt? Nö, im Herzen sind wir jung. Und ihr seht gerade, selbst wir prüfen gerne und hören gerne unsere Hörspiele auch mal im Auto und überlegen uns, was man verbessern könnte. Denn man will ja immer das Maximum rausholen und selber Freude an den Hörspielen haben. Und mein persönliches Hörspiel, das ich selbst produziert habe, ist Der Sohn des Wirts zum Beispiel. Das kann ich immer wieder hören. Oder Mord im Mietshaus, weil es einfach so urig und so schön ist. Und war es Zufall, dass wir genau an dem Tag, als wir 40.000 wurden, einen Ballon aufsteigen sahen? Und dass ich zufällig mein Handy dabei hatte? Ist das Zufall oder gar Schicksal? Wir lieben diese Mischung aus Leichtigkeit, Sarkasmus und schwarzem Humor. Diese Hörspiele laufen hier auch am allerbesten und wir freuen uns immer über die tollsten Kommentare und danken unserer treuen Fangemeinde und wünschen uns natürlich für die Zukunft und für die nächste Zeit auch viele schöne Kommentare, viele Vorschläge und vielleicht auch mal den ein oder anderen aus der Community, der sich vorstellt. Das würde uns sehr gefallen. Ansonsten viel Spaß weiterhin bei uns und ja, bleibt uns gewogen. Einige Jahre sind vergangen, seit Sherlock Holmes und sein Erzfeind Professor Moriarty in den Reichenbachfällen in der Schweiz den Tod gefunden haben. Inspektor. Oh, ziemlich früh, was, Doktor? Nett, Sie zu sehen. Der ehrenwerte Ronald Adair. Oh, nicht da, Doktor. Ach, tut mir leid. Ja. Für 23 Jahre. Zweiter Sohn des Earl und der Comtesse of Maynooth. Vater Gouverneur in den australischen Kolonien. Mutter im Winter in London. Sohn und Tochter wohnen mit ihr in diesem Haus. Selbstmord? Nein, nein. Keine Waffe. Ach ja, dies lag auf dem Fußboden neben der Leiche. Ein Geschoss? Dessen Spitze abgefeilt ist, ein Dum-Dum? Ja. Muss direkt durch den Kopf des armen Kerls gegangen sein. Ist ungewöhnlich, dass man aus einer Pistole damit schießt. Passt zum Gewehr. Oh ja. Nun, Ronald Adair wurde ermordet, Inspektor. Oh ja. Schon eine Ahnung, wer es war? Nein, ist ja noch früh am Tage, aber es scheint mir ganz, als bekämen wir hier ein ziemlich verzwicktes Puzzle. Ich vermute, wie es aussieht. Er saß auf diesem Stuhl? Offenbar hat er Geld gezählt. Allen Anzeichen nach muss er sofort tot gewesen sein. Der Mörder kam wohl durchs Fenster? Ja, ja, das Fenster stand offen. Komisch an der Sache ist nur, dass es eigentlich keine Spur gibt. Nicht eine, weder innen noch außen. Na, hier möchte ich nachts nicht hochsteigen. Muss wohl ein Affe gewesen sein. Wie Sie sagen, Doktor, es ist fast unmöglich. Es sieht aus, als hatte der Mörder Flügel. Wäre ein Fall gewesen für unseren alten Freund Mr. Sherlock Holmes. Ja, so ist's. Ist ein Verlust, Doktor. Oh, ich war nicht immer froh über seine Methoden, doch er war der beste Amateur der Welt, den es je gegeben hat. Ja, ich muss gestehen, manchmal übertraf er sogar mich. Na gut, Inspektor, veranlassen Sie den Transport ins Leichenschauhaus. Dort nehme ich die Obduktion vor. Ja, natürlich, Doktor. Na, wir sehen uns dann im Gericht. Bis dann. Old Bailey Hall, das Gericht Ihrer Majestät, der Königin Victoria. Watson. Sie sind Polizeiarzt? Ja, Sir. Sie haben den verstorbenen Ronald Francis Adair, der Gegenstand der Verhandlung ist, am Tatort untersucht und dann später obduziert. Jawohl, Sir. Und
Wie lautet der Befund? Nun, der Tod trat ein als Folge einer Schusswunde aus einem 0,45er Revolver. Ich wollte... Dr. Watson, bitte halten Sie sich an die Fakten. Wir beziehen uns hier ausschließlich auf die Fakten dieses Falls. Ich bitte Sie um Verzeihung, ich verstehe nicht recht. Sie sagen, zur Tat wurde ein 0,45er Revolver verwendet. Das ist pure Spekulation Ihrerseits. Sie sind hier als Mediziner. Sie sollen keine Vermutungen über verwendete Waffen äußern. Das ist die Sache der Polizei. Tut mir leid, Sir. Reden Sie weiter. Der Tod ist eingetreten als Folge einer Wunde durch ein Geschoss, dessen Spitze abgefeilt worden war. Das Geschoss drang in den Körper, über dem linken Auge, durchdrang den Vorderlappen durch das Cerebellum und kam an der Rückseite des Schädels, neben der linken Scheitelbeinnaht, wieder heraus. Nun Ihre Meinung, wann etwa trat der Tod ein? Er muss sofort eingetreten sein. Können Sie mir sagen, wie weit das Geschoss geflogen ist, bis es in den Körper eindrang? Ich kann es nicht genau sagen, aber es waren sicherlich mehr als 4 oder 5 Fuß. Zeitpunkt des Todes? Der Tod ist am 20. des laufenden Monats eingetreten, etwa zwischen 11:30 und 12:30. Danke, Dr. Watson. Ronald Adair und ich waren zusammen in der Harrow Elf. Er war der beste Schläger, ganz berühmt für seinen Drehball. Ein guter Sportsmann, wollen Sie sagen? Absolut, das meine ich damit, Sir. Ehrlich wie der Tod. Er war bei uns einer der beliebtesten Jungs. Danke, Mr. Moran. Sir John Hardy. Ich war Ronald Adairs Patenonkel und sein Grundstückverwalter. Seine Familie ist absolut verstört durch die entsetzliche Tragödie. Ich habe ihn damals eingeführt in den Bagatelle Club, denn er spielte ganz gern mal Karten. Gewinn oder Verlust, hat sich das auf Mr. Adair irgendwie ausgewirkt? Bei Gott, nein, ganz und gar nicht. Er hat niemals mit hohen Einsätzen gespielt. Das Familienvermögen ist übrigens beträchtlich. Danke, Sir John. Sie waren eine Hilfe für uns. Und mehr als das. Da wir die Aussagen von ehrenwerten Männern, wie Sie es sind, höher bewerten als alle anderen. Colonel Moray, Sie sind der Letzte, der Mr. Adair lebend gesehen hatte. Kannten Sie ihn gut? Ich würde nicht sagen, ich war Ronald Adairs Freund. Sein Vater, Lord Menos, ja, der ist mein Freund. Spielten Polo damals in Indien. Und Ronald... Naja, es ist schon wahr, der Junge war des Öfteren im Club, sodass wir auch manches Mal ein Spielchen gemacht haben. Ein charmanter Bursche. Gute Manieren, intelligent. Ich sag es offen. Er ist genau der junge Mann, den ich gern in meinem Regiment hatte. War in jener Nacht etwas Ungewöhnliches an ihm? War er besorgt und nervös oder verärgert? Nichts davon, er war guter Laune. Haben Sie eine Ahnung, warum ihn jemand umbringen wollte? Nein, kann ich nicht sagen. Hatte er überhaupt Feinde auf der Welt? Danke, Colonel Moran. Inspektor Lestrade, haben Sie sich eine Meinung gebildet über den Tod des ehrenwerten Ronald Adair? Nun? Ja, Sir. Geplanter Mord durch eine Person oder Personen, denke ich. Duke of Holderness Road 41. Hier wohnt und arbeitet John Watson. Ein Gentleman will zu Ihnen, Doktor. Ist das so schrecklich wichtig? Das weiß ich nicht, Doktor. Gab er Ihnen seine Karte? Nein, Doktor. Ivy, ich habe es Ihnen 100-mal gesagt. Wann ich zu konsultieren bin, das steht draußen an der Haustür. Also? Oh, Sir. Ein alter, gekrümmter Mann in schäbiger Kleidung mit einer wahren Flut an Büchern, die an einer Kordel hängen,
betritt das Studierzimmer. Dr. Watson, nicht wahr? In der Tat. Ivy, Sie können gehen. Ich bin außerordentlich beschäftigt. Ja, selbstverständlich, Doktor. Ein Mann von mancherlei Verantwortung. Ich weiß, aber ich hörte, wie Sie vor dem Gerichtsgebäude dem Kutscher Ihre Adresse gaben. Und ich dachte mir, ich humple mal hin und besuche diesen Gentleman. Mich trieb das schlechte Gewissen, Sir. Ich muss Ihnen sagen, ich bin in meiner Art etwas barsch gewesen. Das war nicht höflich, denn Sie halfen mir mit der größten Freundlichkeit beim Aufsammeln meiner Bücher. Sie machen sich zu viel Mühe. Diesen Weg konnten Sie sich ersparen. Ein langer Weg, Sir. Ich bin ein Nachbar von Ihnen. Sie finden meinen kleinen Buchladen an der Ecke der Church Street. Besuchen Sie ihn einmal. Ich freue mich, Sie zu sehen, Doktor. Und vielleicht sammeln Sie auch ein wenig? Ich habe hier die Vogelwelt, einen Kantull und ein seltenes Exemplar des Heiligen Krieges. Raritäten, die Ihnen gefallen werden. Genau die Bücher, die Ihren Bücherschrank füllen würden. Sie müssen zugeben, es sieht etwas unordentlich aus. Während sich der Doktor kurz umdreht, demaskiert sich der alte Mann. Und es erscheint Sherlock Holmes. Watson, ich würde gerne eine Zigarette rauchen. Gestatten Sie mir es? Watson fällt in Ohnmacht, in eine klassische Ohnmacht. Verzeihen Sie mir, mein guter Watson, dass es Sie so mitnimmt. Holmes, sind Sie es wirklich? Kann es wahr sein, dass Sie leben? Sind Sie schon wieder fähig, über alles zu reden? Ich habe Ihnen durch meine unnötig dramatische Wiederkehr einen starken Schrecken versetzt. Nein, es ist nur die Freude. Ich bin in Ordnung. Aber in der Tat, Holmes, ich vermag ja kaum meinen Augen zu trauen. Gott im Himmel, es ist wie ein Wunder, dass Sie jetzt höchstpersönlich vor mir stehen. Also ein Gespenst sind Sie nicht, mein guter Freund. Ich bin so froh, Sie zu sehen. Nun setzen Sie sich doch und erzählen Sie mir, wie Sie rausgekommen sind aus diesem furchtbaren Abgrund. Oh, tut mir das gut, mich zu strecken. Es ist kein Spaß, wenn ein großer Mann einen halben Meter seiner Statur lange einziehen muss. Nun, mein guter Freund, wir haben eine harte, gefährliche und arbeitsreiche Nacht vor uns. Vielleicht ist es besser, ich erzähle Ihnen die Geschichte erst nachher, wenn die Arbeit getan ist. Nein, ich brenne vor Neugier. Ich möchte Sie sofort hören. Begleiten Sie mich heute Nacht. Wann Sie wollen, wohin Sie wollen. Ah, ja, Watson. Das ist wieder wie in alten Tagen. Wir haben aber noch Zeit für ein kleines Dinner, bevor wir gehen. Dinner gewiss, aber zuerst müssen Sie mir erzählen. Sie sind in Ordnung? Mir geht es wundervoll. Also, der Abgrund, Watson. Es war nicht sonderlich kompliziert für mich, ihn wieder zu verlassen, denn ich war gar nicht drin. Sie waren gar nicht drin? Nein, Watson. Ich war niemals da drin. Der Brief, den Sie an jenem Tag an den Reichenbach-Fällen fanden, war aber dennoch echt. Als ich die ziemlich finstere Gestalt von Professor Moriarty auf dem Pfad stehen sah, über den allein ich mich in Sicherheit bringen konnte, zweifelte ich kaum daran, dass das Ende meiner Karriere gekommen war. Aus seinen Augen las ich einen unerbittlichen Vorsatz. Ich erwirkte jedoch, dass er immerhin abwartete, bis jene Nachricht geschrieben war, die Sie später fanden. Sie wurde mir das Wertvollste, was ich besitze. Ein paar Monate danach las ich dann mit großem Interesse Ihre Beschreibung meines Todes. Sie war exzellent und ich halte sie für eines Ihrer schönsten und ergreifendsten Werke. Ja, ich bin zufrieden, dass es nur ein literarisches Werk ist. Aber wie war es denn wirklich? Liebe Hörer von Hör mal zu, stellt euch einen Gebirgszug in der Schweiz vor und einen gigantischen Wasserfall mit einem tosenden, lauten, gurgelnden Geräusch. Dazwischen ein Mann und sein Erzfeind. Am Ende des Pfads war ich endgültig gestellt. Er zog keine Waffe, sondern warf sich auf mich und umklammerte mich mit seinen langen Armen. Er wusste, dass nun sein Spiel aus war und er wollte sich nur noch rächen.
Ich verstehe mich ein bisschen auf Baritsu, diese japanische Art zu ringen, die mir schon mehr als einmal von Nutzen gewesen ist. Sie half mir auch hier. Aber wie kamen Sie von diesem Ort dann weg? Der einfachste Weg wäre falsch gewesen. Im Moment, als Professor Moriarty verschwand, begriff ich blitzschnell. Das Schicksal gab mir eine außergewöhnliche Chance in die Hand. Wenn ich jetzt keinen Fehler machte, ich wusste das noch, ein paar von Moriartys Gefolgsleuten weiterhin Verbrechen planten. Der Gedanke, ich sei tot, würde sie zu Kühnheiten verführen. Sie würden aus der Unterwelt auftauchen und ich könnte sie vernichten. Also sollten Sie denken, ich bin weg in die Ewigkeit. Ein perfekter Plan. Wunderbar, Holmes. Aber wie verwischten Sie Ihre Spur? Zwei Männer gingen hinauf und keiner hinunter. Ich leide nicht unter Einbildung, Watson. Aber ich gebe Ihnen mein Wort. Es gab Augenblicke während jener Kletterpartie. Da war mir, als schreie Moriarty aus der Tiefe zu mir herauf. Eine Woche danach fand ich mich in Florenz wieder. In dem festen Gefühl, dass niemand auf der Welt weiß, was aus mir geworden war. Ich hatte nur einen Vertrauten, meinen Bruder Mycroft. Ich musste ihn informieren, denn ich brauchte ja Geld, um leben zu können. Na gewiss. Ich muss mich bei Ihnen entschuldigen, mein guter Watson. Aber es war ungeheuer wichtig, dass man meinte, ich sei tot. Und es ist unwahrscheinlich, dass Sie mit solcher Überzeugungskraft mein trauriges Ende geschildert hätten, wenn Sie nicht selbst davon überzeugt gewesen wären. Ich griff oft nach meiner Feder, um Ihnen zu schreiben. Die Furcht, Ihre Freundschaft könnte Sie vielleicht doch einmal zu einer Indiskretion verleiten, war immer stärker. Tja. Ich bin ebenso vertrauenswürdig wie Ihr Bruder. Gewiss doch, Watson. Doch Sie haben ein weiches Herz. Was haben Sie getan in all diesen Jahren? Sie haben vielleicht von den höchst bemerkenswerten Erkundungen eines Norwegers gehört. Sigerson. Aber ich bin sicher, Sie ahnten nicht, das waren Nachrichten von Ihrem Freund. Sie? 2 Jahre gereist durch Tibet. Der Höhepunkt war ein Besuch in Lhasa. Da drang ich vor bis zum Dalai Lama. Expedition durch Persien. Dann ein kurzer, aber interessanter Besuch beim Kalifen in Khartoum. Das Resultat schickte ich Lord Kitchener ins Außenministerium. Anonym natürlich. Das heißt, Sie sahen den Palast, wo man Gordon umbrachte? Es war fürchterlich. Eine Ruine. Sein Blut sogar jetzt noch nicht verwischt. Dann war ich in Frankreich, in Montpellier, untersuchte Coleter-Derivate. Und dann kam die Nachricht über den Adair-Mord. Er ist so merkwürdig, dass mich das fesselt. Und es scheint, er bietet mir Gelegenheit, noch einiges mehr zu klären. Und ich kam. Auch in die Baker Street? Ja. Ich war heute Morgen dort. Tatsächlich besuchte Holmes die Baker Street 221b und als Miss Hudson die Tür öffnete, fiel auch sie fast in Ohnmacht. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Ja, sind Sie es wirklich? Sind Sie es wirklich? Schon. Obwohl er in den Jahren nie besonders nett zu Miss Hudson gewesen war, war diese fast schon mütterlich erleichtert, dass ihr verlorener Sohn zurückkehrte. Und so fand ich mich in meinem alten Zuhause wieder, saß in meinem alten Stuhl und wünschte mir nur, mein guter alter Freund Watson säße in dem anderen Stuhl, wo er so oft gesessen hat. Und so will ich doch hoffen, wird es wieder. Welch überwältigende Geschichte. Sind Sie noch im Besitz Ihres Armeerevolvers? Nun, ich denke, der liegt noch irgendwo. Haben Sie ihn heute Nacht bei sich? Denn uns erwartet Arbeit, die schwer ist, aber bringen wir sie erfolgreich zu Ende, rechtfertigen wir von selbst das Leben eines Mannes auf diesem Planeten. Ich bitte Sie, mir mehr zu sagen. Oh, Sie werden noch vor dem Morgen genug darüber wissen. Watson,
Ich möchte für ein paar Stunden Ihre Couch besetzen. Die See war nicht freundlich, als wir den Kanal überquerten. Und die Vorstellung, London wiederzusehen. Eine bevorstehende Begegnung mit einem von Moriartys Gefolgsleuten und dazu noch die Freude. Auf meinen guten alten Freund Watson, das ließ im Zug einfach keinen Schlaf aufkommen. Mein guter Holmes, bitte, mein Schlafzimmer steht zur Verfügung. Nein, das ist schon ganz wunderbar. Ach, ich habe mich an härtere Betten als dieses gewöhnen müssen. Psst, wir befinden uns in einem Haus, das gegenüber der Baker Street 221b liegt. Ein einsames und ein verlassenes Haus. Genau von diesem Haus kann man ins Studierzimmer von Sherlock Holmes schauen. Und genau in diesem verlassenen Zimmer stehen die beiden jetzt und schauen auf die andere Seite. Sie wissen, wo wir sind? Sicher, das hier ist die Baker Street. Genau, wir sind in einem Haus gegenüber Baker Street 221b. Warum sind wir hier? Wir haben von hier einen wunderschönen Blick auf unsere traute Wohnung. Ich bitte Sie, lieber Watson, treten Sie doch etwas näher an das Fenster. Seien Sie vorsichtig, zeigen Sie sich nicht und schauen Sie hinüber in unsere alten Zimmer. Wir wollen doch sehen, ob ich durch 3 Jahre Abwesenheit vollkommen meiner Kraft beraubt wurde, Sie zu überraschen. Ich hoffte, dass trotz vergangener Zeit meine Einfälle nicht stumpf geworden wären. Finden Sie es mir ähnlich? Ich könnte darauf schwören, dass Sie sind. Das Verdienst der Ausführung gebührt Monsieur Oscar Meunier aus Grenoble. Eine Büste aus Wachs. Den Rest arrangierte ich während meines Besuches in der Baker Street. Aber warum? Der Grund ist, gewisse Leute glauben zu lassen, ich wäre nicht irgendwo, sondern dort. Obgleich ich woanders bin. Unsere Zimmer werden überwacht? Natürlich, sie werden überwacht. Von wem? Von dem Mann, der noch übrig ist, von der charmanten Gesellschaft, die von Moriarty angeführt wurde. Ah. Er glaubte trotz allem, dass ich in meine Räume zurückkäme. Deshalb hat er einen Posten aufgestellt. Als ich heute meine Wohnung betrat, wurde ich beobachtet. Watson, es geht um die weit formidablere Person, für die er dort steht. Den Busenfreund von Moriarty. Das ist der Mann, der jetzt hinter mir her ist. Ich will nur hoffen, es ist auch der Mann, der weder ahnt noch weiß, dass wir auf ihn jetzt Jagd machen. Sherlock Holmes hat eine Wachsfigur von sich anfertigen lassen. Er hat sie auf einen Sessel direkt an die Fensterscheibe platziert und die gute Miss Hudson muss kniend die Figur ab und zu hin und her bewegen. Plötzlich hören die beiden in dem einsamen, verlassenen Haus Schritte. Jemand spannt eine Waffe. Und dann... Natürlich hat Sherlock Holmes Scotland Yard informiert und der Inspektor eilt herbei. Mr. Holmes! Ah, Lestrade, wie nett. Sind Sie es auch wirklich? Oh, ich bekam Ihre Nachricht, aber glauben konnte ich es nicht. Nun, es schien mir, Sie brauchen Hilfe. 3 unaufgeklärte Morde im Jahr, die tun nicht gut. Oh, ich kenne diesen Mann. Gewiss doch, Watson, auch der Inspektor kennt ihn. Colonel Sebastian Moraine. Einst in der indischen Armee Ihrer Majestät und einer der bekanntesten Großwildjäger. Ich bin überzeugt, es ist korrekt, Colonel, wenn ich sage, so viele Tiger wie Sie hat kaum jemand gejagt. Ich wundere mich, dass meine simple Strategie bei so einem alten Soldaten gewirkt hat. Wie oft banden Sie wohl damals kleine indische Kinder im Dschungel an, um aus sicherem Versteck auf Ihre Beute zu warten, auf Ihren Tiger? Dies verfallene Haus war mein Versteck. Und Sie sind unser Tiger. Die Parallele ist exakt. Sie mögen meinen, Sie hätten Gründe, dass ich verhaftet werde. Aber ich will nicht einsehen, dass ich damit auch Objekt werde Ihres widerlichen Spotts. Inspektor, ich bin in Ihrer Hand. Schützen Sie mich vor diesem Mann. Nun, jetzt schweigt er ja schon. Wollen Sie noch etwas sagen, bevor wir gehen? Ich wüsste gern noch, welche Anklage erheben Sie denn gegen mich? Welche Anklage, Sir? Mein Gott, den versuchten Mord an Mr. Sherlock Holmes. So nicht, Lestrade. Nicht das, sondern anderes wurde durch diese bemerkenswerte Festnahme gerecht. Mit Ihrer üblichen Mischung von Können und Verwegenheit klärten Sie einen wirklichen Mord. Ich kann Sie nicht verstehen, Mr. Holmes. Sie meinen...
Colonel Sebastian Moraine erschoss den jungen Adair durch ein offenes Fenster im Haus seiner Eltern am 20. letzten Monats. Das ist Ihre Anklage, Lestrade. Sie waren wirklich die Heldin dieser Nacht, Mrs. Hudson. Da bin ich gar nicht so sicher, Sir. Ich hoffe, Sie hatten Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Oh ja, ich bin auf den Knien gerutscht, genauso wie Sie es gesagt hatten. Der Schmerz in meinem Kreuz beweist es. Und ich habe mich gefürchtet, Doktor. Und als dann die Scheibe aus dem Fenster fiel, ich habe schon gedacht, das ist mein Ende. Sie haben das sehr gut gemacht, Mrs. Hudson. Da ist kein Anzeichen einer Kugel. Oh, entschuldigen Sie, Sir. Wenn Sie einen Moment halten würden. Was ist? Ich habe es hier. Das fand ich doch auf unserem Teppich. Mrs. Hudson, Sie werden langsam unersetzbar. Wieder ein Dumm-Dumm-Geschoss. Das war wahrhaftig ganz genial geplant. Wer würde erwarten, dass so etwas aus einem Luftgewehr abgeschossen wurde? Kein gewöhnliches Luftgewehr. Natürlich nicht. Eine besonders gut durchdachte Waffe. Geräuschlos von enormer Durchschlagskraft. Ich kannte von Herder, dem blinden deutschen Mechaniker, der sie auf Anweisung des verstorbenen Professors Moriarty gebaut hat. Watson, sehen Sie doch mal. Der alte Halunke hat Nerven, die äußerst stark sind, und seine Augen verraten Kühnheit. Die Ergebnisse sind entsetzlich. Ja, in der Tat. Haben Sie den Namen Moraine schon vor dem Mord einmal gehört? Nein, habe ich nicht. So, so, so. Das ist der Preis des Ruhms. Würden Sie mir bitte die Kartei der Biografien von L bis M reichen? Steht gleich hinter Ihnen, Watson. Meine Liste der M's ist großartig. Moriartys Namen alleine würde dem Buchstaben Größe verleihen. Und dann erinnere ich mich noch an Morgans Giftmorde. Merridew, der sich fast alles merken konnte. Und da war Matthews. Er kostete mich den linken Eckzahn auf der Charing Cross Station. Ah, hier ist unser Mann der letzten Nacht. Moraine Sebastian Colonel, Sohn von Sir Augustus Moraine, ehemals britischer Minister in Persien, studierte in Eton, Oxford. Gedient im Joaiki-Feldzug, mehrmals dekoriert, Sherpur, Kabul, erwähnt in mehreren Depeschen. Der zweitgefährlichste Mann von London. Ganz erstaunlich, Holmes. Das ist die Karriere eines ehrenhaften Soldaten. Sehr wahr. Bis zu einem bestimmten Punkt lief es gut. Nur, wir kennen Pflanzen, Watson. Die wachsen in gewisse Höhe und dann entwickeln sie plötzlich unvorhergesehene Exzentrizität. Und das bemerkt man oft auch beim Menschen. Was immer die Ursache ist, es wird gefährlich. Moraine geriet in Skandale. Es war unmöglich, ihn zu halten. So musste er nach London zurückkehren. Doch auch hier hatte er schließlich einen üblen Ruf, woraus sich ergab, dass er ein Komplize Moriartys wurde. Als wir dann in der Schweiz waren, Watson, verfolgte uns auch Moraine mit Moriarty. Und es war unzweifelhaft er, der mir an den Reichenbach-Fällen 5 Minuten zur Hölle machte. Jetzt verstehe ich, warum Sie verschwinden mussten. Dieser Bursche war frei und er war in London. Ihr Leben keinen Penny wert. Ich konnte nichts tun, als zu warten und die Kriminalnachrichten zu lesen, in dem Bewusstsein, dass er früher oder später einen Fehler machen würde. Als Ronald Adair ermordet worden war, wurde mir klar, jetzt war endlich meine Chance gekommen. Bei meinen Kenntnissen konnte ich sicher sein, dass Colonel Moraine der Täter war. Erst hatten sie Karten gespielt. Dann folgte er ihm vom Club aus und erschoss ihn durch das offene Fenster vom Dach des Hauses gegenüber. Watson, gibt es noch irgendwelche Fragen, die wir klären müssten? Ja. Sie haben mir überhaupt noch nicht gesagt, was Moraines Motiv war. Warum wollte er den Jungen Adair töten? Da begeben wir uns in die Räume der Vermutungen. Jeder kann sich aus den vorliegenden Beweisen seine Hypothese bilden. Und Ihre ist genauso möglich wie meine. Watson, haben Sie schon was? Ich denke schon. Lassen Sie es hören. Nun, es ist nicht schwierig. Wir haben die Fakten. Da gespielt wird im Club, kann man sehr viel Geld gewinnen. Und Moraine, das glaube ich fest, spielte falsch. Ich denke, dass Adair etwas davon gemerkt hat. Sehr gut. Wahrscheinlich ein Gespräch unter 4 Augen. Er forderte von Moraine, dass er nie wieder in den Club käme. Sonst verlange er seinen Ausschluss. Watson, das ist exzellent. Ausschluss aus dem Club, das wäre sein Ruin gewesen. Er lebte von seinen betrügerischen Kartengewinnen. Er beschloss, ihn zu ermorden.
Geh das durch. Ich glaube, damit ist absolut die Wahrheit getroffen. Was nun auch das Gericht über den Fall befinden wird. Da mag kommen, was will. Colonel Moraine belästigt uns beide gewiss nie mehr. Wie aufs Stichwort klopfte es an der Tür und Miss Hudson brachte 2 wohltemperierte Brandys für die 2 Gentlemen. War das Ende ihrer Karriere? Nein, noch viele weitere Abenteuer werden hier auf Hör mal zu auf euch warten. Es hat euch gefallen, dann danke für euer Like und sagt es gerne jedem Krimi- und Retro-Interessierten, dass es hier viel Hörfutter für ihn oder sie gibt.